Alles klar, Leute. Herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. In einer neuen Serie. Also Reihe. Serious Sam ist ein mega gehyptes Game von mir. Die Sache ist nämlich folgende. Es ist fast so alt, also die Erinnerung zumindest ist fast so alt wie ich. Und zwar hat Serious Sam bei mir. Da war ich noch ein kleines Kind, da hat es in den Sommerferien angefangen. Damals im Urlaub in der Türkei. Gab es im Internetcafé nur den einen einzigen Rechner, der Serious Sam drauf hatte. Und ich habe den immer voll gecampt. Und seitdem ein absolutes Favorite Game von mir. Das war noch, ich weiß nicht, ob es das erste Teil war, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest eines der ersten Teile. Und Third Person, Open World, das Ganze noch. Mega geiles Game. Habe ich mich sehr gefreut darüber, dass sie den dritten Teil noch rausgehauen haben. Und zwar ein Teil mit ordentlicher Grafik. Und ordentlichem Gameplay, auf jeden Fall. Und ja, da würde ich sagen, without further ado, bringen wir hier direkt mal rein. So, BFE. Genau. Zack. Let's go. Bin immer schwer. Wir fahren Serious Sam Spieler. Punkte werden mit 41 multipliziert. Das hört sich gut an. Touristen sind wir seit langem nicht mehr. Da waren wir damals noch bei dem Teil, den ich gezockt hatte. Da war ich noch Tourist auf der einen Island. Ne? Aber jetzt sind wir ordentlich dabei. Serious. Ich würde gerne Mental nehmen, aber gut. Wie es scheint, sind wir noch nicht Mental genug. Zack. Sommer in Kairo. Ja, und ich muss auch sagen, Serious Sam war tatsächlich sogar eines meiner ersten Games, die ich in meiner Laufbahn als Zocker sozusagen angetreten habe. Und zwar hat es damals, was ist damals? Ja, gut, sind ja auch schon mittlerweile 15 Jahre her. Es hat auf jeden Fall mit DS 1.6, mit den ganzen LAN-Partys im Internetcafé, auch in der Türkei im Internetcafé, hat es angefangen. Serious Sam, DS 1.6. Das waren echt, also das waren die Games, die mir sozusagen die Welt in das Gaming geöffnet haben. Ein Portal quasi, wenn man jetzt in Serious Sam Sprache reden will. So, wir steigen ein, Leute. Bis gleich. Let's go. Approaching hot zone perimeter. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. And I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. We've got incoming. Take evasive action.
das nicht. Das ist anders kommen. I got it. Genau so ein Einstieg habe ich mir auch erwartet von Series Sam. So nicht anders. Let's go. Let's hope they can read a map. So. Alles klar. Wollte passen. Oh, alles klar. Wo haben wir denn unseren Hammer? Wie die Steuerung ist ein bisschen weird. Zugenehmermaßen. Steuerung ist leider weak. So. Okay, passt. Ja, perfekt. Sehr schön. So. Na dann. Da sind wir gelandet dann in Kairo. Ja, alles klar. Alles klar. Also ich meinte ja, dass Sam crazy ist, ne? Aber so ein Einstieg habe ich mir jetzt nicht erhofft. Alles klar, jetzt. Na Leute, wie kennen wir es? Aller guten Dinge sind zwei. Oder so ähnlich. Let's hope they can read a map. Shit! Okay, wir können das. Danke. You ought to be more careful. Ah. We'll put an eye out. Alles klar. Na, weiblich, ne. Okay. Ah, natürlich. Und wie viele Waffen kriegen wir denn? Okay, das ist light. Das ist heavy. Und A ist einfach nur AK. Gut. Man merkt wahrscheinlich, give me some skulls in one of these and it's a party. Da merkt man ja, dass die 15 Jahre schon vergangen sind. Stone, it's Quinn. Let's. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's FUBAR. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. So. So kennen wir natürlich den Sam. Wieder einmal seinen Gurt nicht eingeschnallt. So kennen wir den Boy. Wo ist denn der eine? Wir hören den noch nicht. Naja. So, hier können wir einmal runter. Bevor wir da runter gehen, würde ich ganz gerne hier nochmal schauen. Aber dann müssen wir auch hier. So. Ah, lol.
By the way, alles blind hier. Ich habe mir kein Gameplay hierzu angeguckt. Selber noch nicht eingespielt. Noch nichts angezockt. Ich wollte nämlich dieses. Ich wollte mir selbst tatsächlich die ganze Spannung nicht wegnehmen. Deswegen habe ich mir nicht mal ein Gameplay hierzu angeguckt. So sehr liebe ich das Game. So, dann einmal weiter. Tür. Oh. Nice. Müssen hier sogar entlang. Wo ist denn das scheiß Viech jetzt? Will. Ah ja. Wo ist denn das Viech? Sieht verdächtig aus. Oder ob ich den weghau? Perfekt. Perfekt. So, einmal runter hier. Muss doch bestimmt irgendwo in Isaac oder so gehen. Hier muss doch irgendwas. Natürlich nicht. So, alles klar. Und ab geht die Post. Sehr schön. What are you looking at? Geil. Liebe einfach den. Serious Sam Humor. Aber noch Hammer. Zack. Sehr geil. Bin Blood and Gore. Kaum an Quali verloren. Sehr geil, sehr geil. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Da sehen wir eine Moschee. Wo ist denn der Heli abgeschnitten? Sieht schon mal auf jeden Fall richtig aus. Wir lang gehen. Ich meine, wenn wir die Mini, also im Nahkampf, mit dem Auge raus, dann kriegen wir glaube ich sogar Leben wieder zurück. 36? Ah ja. Oder halt so. Stark. Ja, so geht's auch in Ugo, so geht's natürlich auch. Kann ich durch. Nicht. Da gibt's. Genug. So, Leute, ich würde noch mal ganz gerne hier noch mal schauen. Gab's ja nämlich eine Gabelung. Aha. Aha. Was ist das dann? Wusste ich's doch, Leute. Ein Serious Sam ohne Easter Eggs? Das ist kein Serious Sam. Kann ich euch jetzt schon sagen. Serious Sam ohne Easter Eggs ist kein Serious Sam. Aber die Frage ist jetzt nur. Kommen wir da hoch? Kommen wir nicht rein? Okay, okay. Wir hören ja auf jeden Fall noch das eine Alien da rumstöhnen, würde ich schon sagen. Ah. Holy fuck. Was war das denn? Alter, what the fuck? Was war das? Was brennt denn? Dein Herz. Alles klar.
Scheiße. Nicht mal gesehen, was das war. Das klärt ja aber trotzdem noch nicht unsere Frage, wie wir da hochkommen. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Wir müssen da irgendwie hochkommen können. Oh, komm, wir irgendwo drauf. Ah, perfekt. Jo, hätte mich da weggekickt. Hä? Will ich nicht aufstehen? Alles klar. Ja, super. Wir hängen fest, Leute. Alles klar. Ach, lol, das ist so eine Rampe dafür gedacht, oder? Ne, der ist nicht. Lol! Ein Kuhgeheimnis gefunden. Okay. Ja, alles klar. Wir lassen es mal dabei. Gut. Wir haben, was wir haben wollten. Wir lassen es mal dabei. Sind hier im Universum von Sam, da müssen wir nicht alles verstehen. Nicht alles müssen wir verstehen. Oh. Noch was raus. Was? The boy. Wo ist denn der boy? Ich muss aber sagen, mir gefällt die Steuerung mit dem Controller irgendwie nicht. Also ist zu. Ich will schon sogar schäbig sagen. Wir kriegen nichts gedroppt. Aber drumherum. Und dann hier mal, zack. Hier ist was Leckeres, da. Oh, sehr schön. Einmal weg da. Zack. Dinos alles, zack. Weiter. Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. Rodriguez. It's Jones. Rodriguez took. Oh, Jesus Christ! Oh, shit! Kenn die Dinger ja noch. Wen hören wir schreien und laufen? Die echten Boys. Wahre. Die allerechten. Ja, da müssen wir auch wieder raus. Hatten wir da unten noch irgendwas übersehen? Lass uns hier nochmal schauen. Da haben wir was. Perfekt. Also wie gesagt, die Steuerung im Controller, die ändere ich zum nächsten Mal. Das Game lässt sich irgendwie mega weird spielen. Das war an der Moschee auch vorbei. Mal hier raus. So, perfekt. Dann mal hier ein Loot. Loot, Loot. Guck mal her dann. Gerade irgendwo eine Tür kaputt aufgegangen. So. Hier haben wir noch irgendwas. Ah, natürlich. Man kennt die. Natürlich. Die allerechten. Komm ran.
Daumen. Es war wahrscheinlich auch so einer, den wir vorhin im in dem einen Raum da gesehen hatten. Wahrscheinlich war das auch so einer. Ja. So. Machen wir nichts. Mehr gesunder Schaden jetzt. Ah, alles klar, alles klar. So sieht auf jeden Fall ein Stealth-Tarnbaum aus. Er damit. Zack. Zack. Eine Kurve und der andere. So. Wo muss das? Hier noch ein bisschen Rüstung. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir was. Ein Red Barrel. So. Einmal hier. Aha. Aber ein bisschen Rüstung. Easter Egg mäßig irgendetwas davon, was. Blühen sehen, was aufblühen sehen. Zack. Nehmen wir noch mit. Hallo, Mr. Smith, Mr. Ja, Wesson, glad you can make it. Moment. The Smith and Wesson sind natürlich immer am Start. Ja, keine Frage. Was jetzt aber machen ist. Ha. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das munitionstechnisch hier aussieht. Aber werden wir gleich rausfinden. Und der ist da. So, perfekt. Holy fuck! Ey, Digga! Scheiße, ey. Aber komplett verbockt. So. Ey, Jungs, das kriegen wir auf jeden Fall besser. Perfekt. Also Störung ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Mit dem Controller. Da, meine ich. Aha. So. Sehr schön. Perfekt. Lecker. Sehr schön. Ey, Digga. So. Mein Gott. Bin jung. Hier haben wir nicht. Da haben wir auch. X. Hier. Auch nicht der Fall zu sein. Wobei, hier können wir bestimmt gucken. Ey. Nichts weiter als Trümmer. Machen wir hier mal weiter. So. Hier ist eine Rüstung. Aha. Ah,
So. So, perfekt. Gesundheit. Würde ich gerne mit. Wenn ich. Ja, moin. Also solche Details müssen ja auch mal sein. Da sehen wir direkt mal wieder was aufblinken. Boah, da waren wir doch gerade dran. Ich habe mir keine erzählt. Wir waren da doch gerade dran. Irgendwie anschießen. Ne? Ah, come on. Da kommen wir doch hoch. Da oben auch noch. Hä? Warte, da kommen wir auf jeden Fall hoch. So. Sehr schön. Einmal hier hinten lang. Ja, Moment. Das haben wir gleich. So. Ah, Gott. Geil. Wir hängen wieder fest. Geh nicht kaputt. Ja. So. Gut. Ah, come on. Ja, wie gesagt, also die Steuerung fühlt sich auf jeden Fall schwammig an. Durch Ausrede jetzt hier, ne? Aber oh Gott. Demi Boy. Come on. Ja, sicher. Perfekt. Du musst das Schrotflintenpatron. Okay. Ja, wir kriegen jetzt eine Schrotze hier irgendwo. Nein. Ah, lol. Was haben die Entwickler hier gemacht? Erholen. Wieder jetzt runter. Mal wieder hoch. Vielleicht können wir da versteckten Hof gefunden. Okay. Das wäre die Seite, wo wir vorhin herkamen. Hier war nämlich zu. Hier waren wir. Genau. Da hatten die uns gecornert. Das ist der versteckte Hof. Nehmen wir einen Helm. Ich glaube, erstmal hier. Oh, alles klar. Oh, folgendes. Hier nichts, aber hier bestimmt. Nein? Okay. Ah, come on. Müssen wir wieder neu machen. Gut. Wir waren doch gerade da drauf. Kann nicht wahr sein. Da lag noch irgendwas. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob das eine Rüstung aussah. Oh man. Also die Hitbox ist halt echt weird. Wie ehrlich sagen. Ja, alles klar. Kann nicht so schwer sein. Ich verstehe es nicht. So. Ah, komm. Ja, wir waren doch gerade drauf, das meine ich. Kann doch nicht sein mit der Hitbox.
Ah, come on. Ich will da einmal noch, dann noch drauf. Einmal noch. Nämlich. Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt? Ja, komm schon, wir waren da gerade drauf. Seht ihr, das meine ich, Leute. Als ob wir hier nicht drauf kommen. Hä? Du slidet der immer so weg. Meine ich, das gibt's doch nicht. Wir sind doch gerade drauf gewesen. Ja, alles klar. Gut, lassen wir dabei. Genau. Ich meine, da war halt die Rede von einem geheimen Hof. Ich mische eigentlich schon ganz gerne rein. Ich weiß, vielleicht mache ich da auch kurz einen Cut. Kurz einen Cut. So dass ich da das vorbereite. Ja, und dann machen wir wieder an derselben Stelle weiter. Weiß ich gerade noch nicht, muss überlegen. Hier jetzt auch wieder, wir waren noch gerade hier drauf. So. Sehr schön. Ah, komm schon. Sehe ich nicht. Ah, alles klar. So, sehr schön. Kommen wieder raus? Gar nicht? Ja. Weiter geht die Qual. Oh, gut, weg. So, wir müssen einfach nur hier auf dem Dach gut stehen können. Das meine ich, wir waren doch gerade da drauf. Ist die Hitbox so weird? Ich sehe es nicht. Ja, super. Ich stehe hier drauf. Ich sehe es nicht. Ehrlich. Kann doch nicht sein. War da jemals wieder hoch? Wisst ihr was, Leute? Wir machen weiter. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass wir da jetzt hängen. Ah ja, alles klar. Put a sock in it. Uh-oh. Go, ice cream. Genau das habe ich vermisst. Das habe ich vermisst. Das ist Serious Sam. Geil. Sehr schön.
das halt schon ist am süßesten. Noch eine Welle. Was? Oh, komm. Er war doch ein bisschen zu wenig jetzt. Haben wir noch links oben, da schön die Credits gerade gefarmt. Hätten ruhig ein paar mehr sein können. Ich würde eigentlich gerne rechts lang. Ich habe da aber links eine Rüstung gesehen. Ich laufe mal rechts lang. Wir laufen hier mal rechts lang. So. Okay, hier gibt's nichts. Der. Quinn, I've got a visual on the chopper. Quinn. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it! Any survivors? Negative. And it's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Perfect. Was ist das denn? Ah. Wie die ganze Zeit schießen? Jetzt ist es. Ja. Ich sehe dich. Das gibt einem schon mal die Oldschool-Feeling. Finde ich super. Geil. Ich frage mich aber, wir haben jetzt Shotgun Moon bekommen. Aber keine Shotgun. Irgendwie eine Shotgun übersehen. Haben wir irgendwo eine Shotgun übersehen? Oh, achso. Er will sie auch, ne? Das ist wahrscheinlich eine Endloswelle, wo wir gerade stehen. Der hätte nämlich vorhin gesagt gehabt, keine Zeit, um stehen zu bleiben. Deswegen wird das jetzt so eine Endloswelle. Oder halt auch nicht. Nehmen wir mal. Vergiss, was ich gesagt habe. Haben wir hier noch was? Ne. Aber gar nichts. Alles klar. Wollt ihr nicht sterben? Kriegsauflage. Perfekt. Neue Tricksauflage. Sauber getrennt. So, also jetzt gehen wir weiter. Da sehen wir aber nochmal, dass die ganzen Aliens auch andere verschiedene Schwachstellen haben an Waffen. Gegen Range natürlich Range, gegen Melee gegen. Mit Melee antworten. Dreht das Kai um, finde Professor Stein. Natürlich immer ein Stein, ey. Professor Stein muss immer dabei sein. Okay.
Yo, yo. That one's for Jones, Bones. Hey. Oh, die Fax sind die schnell. Wow. Was geht denn hier? Stecken Triumphbogen aktiviert. Was für Triumphbogen aktiviert, Leute? Ja, das haben wir gut hinbekommen. Ich weiß nicht, was wir aktiviert haben, aber wir haben halt irgendwas aktiviert. Meinen die mit Triumphbogen vielleicht, dass wir einfach eine Trophäe erhalten haben? Könnte ja alles sein. Könnte ja alles sein. So. Okay, dann müssen wir da unten rein. So. Alles klar, Leute. Das soll es auf jeden Fall bis erst als Intro gewesen sein. Ich freue mich mega auf das Game. Wir haben ja jetzt kaum was gesehen von dem Spiel. Das waren jetzt erstmal die ersten Minuten. Und ich bin aber auf jeden Fall jetzt schon mega gehypt darauf. Ich habe mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf Serious Sam. Und seid zusammen mit mir gehypt. Ja, das soll es fürs Intro gewesen sein. Wir machen genau hier dann weiter an der nächsten Stelle. Bis dahin, Leute. Macht's gut.